Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Haut RPLAO experimentell. Ja, meine Lieben. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Warum jetzt schon in der Nacht? Ja, die nächsten zwei Aufnahmen oder die letzten zwei Aufnahmen sind leider nichts geworden. So dass ich auf dem Hof von den Kühen ein paar Veränderungen machen musste. Wir hatten leider das Problem gehabt, dass das vorgewendete Gras der Helfer falsch gemacht hatte. Also musste ich selber nochmal mit dem Wender und mit dem Schwader hinterhergehen. Aber siehe da, hat funktioniert. So, wir sind gerade dabei, noch unsere Felder zu besprühen. So, ja. Und vorzubereiten, dass wir als nächstes dann die Zuckerrüben ernten können. Wir haben den zweiten Schnitt auf Feld 6, auf Feld Nummer 33 haben wir einen zweiten Schnitt quasi gemacht und funktioniert auch. Wir haben jetzt über 500.000 vorgewendetes Gras, also im Milchviehbetrieb oben stecken, das bald dann zur Silage wird, aber das heißt, wir müssen dann immer wieder weiter mähen und weiter dann selbst quasi die Hand an, daran zu legen, um im Milchviehbetrieb weiter voranzukommen. Dann kommt noch das Mais-Silage. Die kommt ja dann auch noch dran, da kommt nämlich der zweite Gang. Also ich habe die zwei Silagegänge leider abbauen, also nur abreißen müssen und nochmal neu hinbauen müssen, dass ich die Funktion für die Grassilage benutzen kann. Na. Ja. Und da gehört jetzt auch mal nächtliche Arbeit dazu. Und das ist quasi das, was ich eigentlich am Sonntag machen wollte. Am 26. den ganzen Tag, aber da hat es mich dann nochmal voll mit dem Training für ACC hinzugezogen, aber naja. So. Wir haben dann noch Spätraps angesät für die Dieselproduktion. Da kam nämlich auch nochmal der Kunde, hat gemeint, hier, man bräuchte noch mehr. Ja, warum nicht? Können wir machen. Haben wir gemacht. Sind wir auf dem besten Weg dahin und deswegen hoffe ich, dass da wieder auch das Ganze nächstes Jahr gut vorankommen. Wir haben einige Produktionen, wie ich weiß gar nicht, ob es in der Folge 57 oder 56, wo wir ein bisschen erwähnt haben, dass da jetzt richtig was im Gange ist. Also wir produzieren richtig viel. Aber kriegen halt dafür kein Geld. Weil wir quasi Geld kriegen wir schon. Für die Bestückung der Rohstoffe, aber ja, alles Weitere ist mal halt 100. Also kann kommen, wird halt nicht kommen. Ja. Also wie gesagt, wenn dann das Feld ja fertig ist, mit dem Unkraut, wenn nicht da drauf zu sprühen, dann hoffe ich, dass wenigstens dann auch da das Ganze zu komplett hier ist. Ja, wie wird die nächste Folge weitergehen? Also wie gesagt, zum einen habe ich gesagt, dass wir dann die Zuckerrübenernte mit reinnehmen. Das war noch so zwischendurch, was ich noch machen hätte können. Aber auf der anderen Seite, kann ich euch einfach nur sagen, lasst euch einfach überraschen, was kommt. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Sicher der Gute. Aber was mir jetzt hier richtig gut gefällt,
dass es hier mit dem mit den Lichtern hier auf dem Feld, dass das da angezeigt wird. Also, das sieht richtig gut aus. So, dann machen wir mal kurz nochmal das HUD aus. Shot. Ach halt, das war das Falsche. Hat an. Ja. Und so wird dann halt die ganze Zeit erstmal hier die Felder weiter bestellt, ne? Also Spätraps ist drauf, weil dass wir ein bisschen die Sachen erhöhen können. Vorne Feld gewalzt. Also ich war da nur am Mähen gewesen. Ich habe sogar noch was in die Produktion der die Heutrocknung. Also für die Heuproduktion, sage ich mal so. Was reingeschmissen und ein paar Liter, dass wir hier noch die Ballen dann zum Pressen haben. Und bin ich einfach mal gespannt drauf, was dann nämlich dann auch so abgehen würde. So. Wieder fertig. So, genau. Und allgemein versuche ich gerade die Felder gesamt, also hier sind wir schon auf 80%, ne, von Precision Farming. Ich habe ja euch erzählt, dass wir da ein bisschen gemeinsam die Produktivität mal ein bisschen hochjagen. Ja, und 81. Hier müssen wir unbedingt auch was machen. Also da hat es mächtige Einbuße gegeben. Aber ich denke mal, es liegt auch daran, wenn man so viele Sachen einfach während dem Spielstand aktiviert, dann ja. Will es auch nicht so wirklich weiterhin gehen. Ja, ich hoffe, euch hat die letzte Folge auf jeden Fall gut gefallen, mit den zwei Zwischeneinblenden, was mit dem Rezept des Futtermischs und also ich habe mir gedacht, wenn man schon ein paar Daten hat, dann kann ich es ja da mit hinzufügen. Und auch die Bestellungen, da werde ich jetzt das Ganze auch etwas mal weiter voran, also mit hinzufügen. Das ist das, warum ich immer so sage, mit den jungen Pferden mal ein bisschen aufpassen. Dann schauen wir mal. Aber ja. Ja, ich bin echt mal gespannt, in den Zuckerrübenfeld. Was wir da rausbekommen. Aber in dem Fall, ja. Auch das erste Mal, dass ich das Ganze auch nachtarbeiten tue. Aber natürlich, da ich habe ihn zwar aktiviert, ihr seht ihn zwar, aber ich bleibe jetzt halt mal draußen. Dann schauen wir mal. Ja, im Hintergrund hört ein kleines Vogelgezwitscher. Dann wisst ihr, dass ich wieder früh am Aufnehmen bin. Meine Laune ist auch gerade nicht so die wirklich gute. Also, ich habe immer noch ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen. Das sollte mir eigentlich, also, was ich rausgefunden habe, wenn ich gerade mal so nochmal über das Persönliche erzähle. Mir tut es gut, wenn ich ein bisschen sowas machen kann. Es lenkt mich ab. Macht eigentlich mir schon richtig, richtig eine gute Laune. Leider ist es so, dass mir immer noch, ja, Knochenschmerzen bereiten. Also,
Ich war eine Stunde spazieren oder ich gehe regelmäßig, versuche ich ja jetzt wieder Fahrrad zu fahren, um ein bisschen zu spazieren zu gehen, um einfach den Körper wieder ein bisschen entspannter zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach, ey. Nacken verspannen. Weiß zwar nicht, woran das liegt, aber ich bin ja schon wie nennt man das, mit Nackenkissen. Abends ein bisschen einmal holen. Aber, ja, was soll ich sagen? Halt schon ein bisschen blöd. Geht dann halt schon voll aufs Genick. Halt. Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall habe ich die Woche sehr viel Zeit. Da ich ein bisschen was machen kann. Die Zeit werde ich auch nutzen. Und ja. Um mich einfach mal wieder ein bisschen fitter zu machen. Also schon. Weil meine Freundin sehe ich jetzt fast schon 3 Wochen dann gar nicht. Dass ich eine Pause brauche, aber. Naja. Man macht sich halt schon ein bisschen Sorgen. Ist ja nicht so, als würde ich schreien, dass ich Urlaub brauche. Ja, wenn es schlecht, aber. Naja. So ist das halt eben. Man kann es sich halt nicht aussuchen. Wenn der Körper halt so macht, dann ist es halt so. Ich glaube, ich muss mich auch mittlerweile dran gewöhnen. Wenn der Körper halt nicht mehr will. Dann hast du halt eben gelitten. So, das war dann die letzte Bahn. Die Ecke steht rechts. Und das ist eine kleine, die kleine Ecke da hinten, die brauchen wir nicht zu machen. Das ist schon in Ordnung. Ja. War zwar eine kurze Folge, aber ich denke, die nächsten Folgen, also die nächsten paar Folgen, dann wollen wir ein bisschen länger sein. Wie gesagt, wenn es heißt, dann Zuckerrüben ernten, wir werden das Ganze wieder ziehen. Dafür haben wir den Waldrequ und die Anbaugeräte. Einfach um die Zeit zu überbrücken, dass wir dann im Anschluss dann gemütlich, wenn ich schon die Ausschreibung mache, dass mir jemand helfen kann. Mit den Grassilage. Also jemand darf den Häcksler fahren. Und dann geht es in Richtung Futtermischration. Also Kuhstall da. Dass man dann Grassilage, dann nutzt das Ganze erstmal gern und dann hoffe ich, dass das Ganze dann dementsprechend für die Milchkühe dann richtig anläuft. Und wenn dann das Ganze dann mal richtig laufen tut, ja, Winzer willkommen. So. Das Ganze mal schalten. Hoch. So, dann bringen wir das Ganze mal auf den Hof zurück.
Und dann schauen wir mal, wie sich dann das Ganze noch weiter verhält. Mit dem Wachstum. Dann können wir auf jeden Fall mal bis zum Morgen vorschalten. Ich muss sowieso noch düngen, ne, dass wir dann quasi in der ersten oder nach der ersten Wachstumsphase das Ganze dann noch düngen können. Und dementsprechend, ja, bin ich auch froh drum. So. Habe ich sonst noch was eigentlich? Für hier erstmal. Haut Bellerau eigentlich nichts. Ich muss nur wieder diese Dev-Zone vom Lenkrad mal wieder ändern. Ach, ihr kennt's ja alle. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß. Und lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, auch wenn es ein bisschen kurz ist. Aber links war quasi noch die letzte Aufgabe, ich hatte. Also bis dann, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Bartalo. Ciao, ciao.